Oh shit, ich hab meinen eigenen Stream offen. Nein. Meine lieben Freunde, ich bin immer noch Doppelmikrofon-LP, weil mir immer noch ein Gerät fehlt, weshalb ich aktuell mit zwei Mikrofonen eine bessere Audioqualität hinbekomme als mit einem. Ja, Ahoi Brause, Sanjok, war der Shit. Heute noch. Ahoi Brause. Oh, Brause ist zu geil. Esse ich eigentlich viel zu wenig. Real Talk. Wer von euch hat dieses Brausepulver wirklich als Getränk genutzt? Niemand hat das Brausepulver dazu genutzt, um sich ein Getränk zu mischen. Jeder hat das gemacht, einfach entweder mit den Finger reinzudippen oder sich die volle Dröhnung Brausepulver zu geben. Also wir hatten noch mal eine Phase, da haben wir Brausepulver in der Schule geschnupft. Das war zu real, Alter. Das war ordentlich nice. Aber eigentlich so, normal ist immer Brausetüte aufreißen und dann immer so mit einem Finger. Ich will es jetzt gar nicht auf die Mädchen. Ich glaube, Mädchen machen sowas nicht. Aber ich glaube, als einigermaßen gestörter Junge, so wie wir, glaube ich, alle in der Schule waren, hat man sich doch immer irgendwas durch die Nase gezogen. Ohne Spaß. So alles, was pulverförmig war, musste geschnupft werden, weil du bist ja Pablo Escobar, ne? Hinz und Kunz aus der 7. Klasse machen einen auf Pablo Escobar. Wir haben jetzt einmal Stein und einmal Schere eingesetzt. Deswegen gehe ich jetzt auf Papier und wir gucken, was passiert. Easy. Gar kein Problem. Und damit haben wir die nächste Schnick-Schnack-Schnuck-Arena böse durchrasiert. Ein Wendy-Poster. Das werde ich mir ja mal... Puh, nach unserem Aufeinandertreffen in der letzten Folge geht das schon ein bisschen mit einem durch, wenn man jetzt nochmal so ein Poster in die Hand gedrückt bekommt. Wendy war schon sehr unterwegs. So muss man jetzt schon mal sagen. Die war schon äußerst so unterwegs. Und der Chat war dann auch zu wild. Sehr gut. Wir haben Fabian umgebracht. Ho, 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 ho. Yes. Instant eine Gegnerkarte. So und nicht anders muss das. Oh, lol. Nochmal eine Gegnerkarte. Tschüss. Alter, jetzt ist hier Gegnerkartenparty oder was? Du hast einfach schon beide Pockys. Ja, voll geil, oder? Verratet's keinem, aber ich habe den Cheat aktiviert. Mehr Gegnerkarten droppen. Da musst du deinen Joystick dreimal drehen, dann die Switch aus, die Wii U aus und wieder anmachen und dein Gamepad einmal in der Luft flippen. Und wegen der Bewegungssteuerung erkennst du das Spiel dann und dann droppen mehr Gegnerkarten. Karten sind einfach... Das ist so triggernd. Alter, ich könnte sowas kurz und klein schlagen hier. Und natürlich klappt die Flucht nicht. Die Flucht in diesem Spiel klappt nie. Schon lange kein Spiel mehr. Kein Platz für all ihre Zweifel. Ich bin wie der Wind, für meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen. Aber... Hier herrscht Maskenpflicht. Oh boy. Corona it in. Es sind die Corona-Sniffet mit... Oh. Den Pömpel, Leute. Den Pömpel könnte ich doch niemals liegen lassen. Für die 96-Alerts heute brauche ich den. LOL. What? Okay. So kriegt man seine Sniffit-Gegnerkarten. Stabil. Oh yeah, da freut sich das Museum. Sorry, aber ich bin etwas sauer wegen des Zustands der Gleise. Es stinkt sauer bei dem Shit hier. Es ist furchtbar. Wer macht denn sowas? Wie kann man etwas gegen Züge haben? Ich habe einen ganzen Passagierwagen voll hungriger Tauts, die hier schon viel zu lange warten müssen. Schau sie dir mal an, diese depressiven Gesichter. Aber wenn ich herausfinde, wer meine Gleise zerstört, dann... Ja! Kurzer Hinweis, wir waren das in einer der vorherigen Streams. Ich glaube, ich kann auch mal wieder Sport machen. Ich glaube, nächste Woche sollen die Schwimmbäder wieder aufmachen. Kann ich endlich schwimmen gehen? Das will ich schon seit gefühlt 1,5 Monaten oder so. Dann habe ich endlich auch mein Sportproblem wieder gelöst. Dann kehrt mein Leben langsam zur Normalität zurück. Moment. Okay. Wie läuft das Schwimmen bei euch im Freibad? Wir haben so räudige Corona-Baderegeln. Gar keinen Bock auf Freibad dieses Jahr. Keine Ahnung, ich habe mich noch nicht mit den Regeln befasst. Aber ich habe ja nicht vor, da irgendwie mich zu sonnen oder zu baden. Ich will ja nur reinsteppen, meine 2 Kilometer schwimmen und wieder heimgehen. Dementsprechend werde ich hoffentlich von den Regeln nicht allzu sehr betroffen. Na, jetzt mit den Daily-Streams bin ich noch ein bisschen limitiert, sage ich mal, in meiner Zeit. Aber prinzipiell, ich kann halt... immer gehen. So, wenn du morgens gehst, sind die Rentner da. Wenn du mittags gehst, sind die Leute da, die in der Mittagspause gehen. Und wenn du nachmittags gehst, sind halt die ganzen Familien da. Aber entweder, wenn du kurz vor Schließung gehst, so um 7 oder 7:30, kannst du äußerst entspannt baden. Oder wenn du, ich sag mal so, 10:30, 11:00 gehst. Wenn die Rentner weg sind und die Leute der Mittagspause noch nicht da. Mario, das hört sich ja voll gut. Mich greifen Toads an? Beeil dich, Draperin! Was dauert da so lange? Mein Magen knurrt! Wann fahren wir endlich los? Ich kann ihn nicht länger warten, ich bin müde! Was ist hier eigentlich los? Jetzt mach mal Dampf!
Ich kann nicht mehr sitzen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Mir ist so langweilig. Ja! Aber jetzt fühle ich mich viel besser. Danke, dass du ein offenes Ohr für unsere Probleme hattest, Mario. Und reagier mal auf dummer Bockblind. Bitte, 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 was? Alter, der Chat driftet gerade wieder in eine Richtung ab, die ich nicht nachvollziehen kann. Was mit Kondomen gelesen? Und dann sagt ihr mir, ich bin versaut. Ihr seid selbst euer Problem. Du schnappst einfach nur so ein paar Wortfitzel im Chat auf. So, du guckst einfach in den Chat und liest, yo, nie ohne Kondom. Alles klar, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Alle Teile in Position, Reparaturen abgeschlossen. Ich habe übrigens auch so Baba-Effekte, wie Sefi. Auf meinem Mischpult habe ich gesehen. Aber ich habe keinen Schimmer, was da passiert. Wollen wir das mal... Ich habe 22 Effekte auf meinem Mischpult. Keine Ahnung, was die können. Was ist das für ein Effekt? Habe ich überhaupt einen Effekt drauf? Vielleicht funktioniert es auch nicht. Ist vielleicht jetzt was anderes? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich nochmal was aufgedreht. Test, Test, Effekt, Effekt. Es halt übelst. Echo. Okay, alles klar. Tschüss. Okay, warte. Wir probieren es jetzt durch. Das nächste müssen, glaube ich, auch ein Hall sein. Effekt Nummer 2. Das ist aber auch ein Hall. Effekt Nummer 2 müsste auch ein Hall sein. Was geht jetzt ab? Jetzt bin ich auf Chorus. Oder Coruscant. Das ist ein Star Wars Planet. Jetzt klingt ich halt wie eine Bahnhofdurchsage? Nee, wie ein Radio. Achso, so ein altes Radio oder was? Okay, ich glaube, das müsste ultra eklig klingen. Das heißt Distortion. Distortion ist auch irgendwas mit Verzerrung oder so. Die Suizidrate ist gerade gestiegen. E-Rape. Oh, tschüss. Okay, ja? Herzlich willkommen zum WM-Finale im Jahre 1970, meine lieben Freunde. Wir haben im Finale. Auf der einen Seite Toad. Ja, yeah, Toads vor, noch ein Tor. Und auf der anderen Seite auch Toads. Ja, yeah, noch mit. Okay. Und er dribbelt. Und er dribbelt. Flanke in die Mitte. Das ist die schönste Flanke, die ich je gesehen habe. Kopfball und Toad zum Tor. Ja, yeah, Toad. So, nee, aber was ich noch sagen wollte, ganz kurz, was Zuschauerzahlen beeinflusst. Es ist erstmal ein Zufallsfaktor dabei. So, zum Beispiel Pfingstmontag machen vielleicht auch viele was mit der Familie. Viele haben vielleicht was anderes zu tun, so. Kann einfach zusammenkommen. Zweitens, natürlich streamen wir jetzt auch schon sehr lange. Und manche sagen, okay, die Besonderheit von diesen Streams geht auch ein bisschen verloren. Kann auch sein. Drittens, wir spielen ein Story-Game. So, da wollen vielleicht auch nicht Leute zwischendrin schon einschalten. Lange kein Spiel mehr. Kein Platz für all ihre Zweifel. Ich bin wieder Wind. Alter, das ist so krass. Digga! Das hat mich gerade auf ganz anderem Level erwischt. Vor allem, weil ich einfach in einer Minute den Stream ausmachen wollte. Ich wollte jetzt gerade aufmachen, so, okay, alles klar. Yo, Jungs, ich hau dann rein. Ey, Leute, ohne Spaß. Das war schon wieder so ein witziger Stream. Ich danke euch einfach. Und dann würde ich sagen, haut rein, Guys. Holy moly. Holy moly. Thank you.